Moin Freaks und hallo Abonnenten und Patreons. Willkommen zur Satire gegen Rechts. Und auch hallo an alle, die einfach mal so reingeschaut haben. Viele Leute haben ja Antipathien gegen alles, was gegen Rechts ist. Aber Leute, ich bitte euch, schaltet nicht gleich ab. Ich versichere euch nämlich, hier geht es keineswegs um einen schrecklichen Diktator, der in einem kleinen Gebirgsland geboren wurde und im nördlich davon liegenden großen Staat die Macht übernommen hat und Millionen Menschen getötet hat. Nein, um den geht es nicht. Und ganz ehrlich, was hätte der Georgier Josef Stalin auch hier verloren? Nein, es geht jetzt zunächst einmal nur um die Frage, was macht eigentlich Thomas Veit? Für alle, die diesen nicht kennen, Thomas Veit bezeichnet sich selber als ersten entprogrammierten Menschen der Welt. Man könnte ihn auch einen menschlichen CD-Rolling nennen. Er wurde dazu nicht durch Delirium Tremens oder Alzheimer, nein, sondern durch Meditation. Und eine horrende Summe, um auch dich zu entprogrammieren. Vorgestellt habe ich ihn bereits hier. Kleiner Spoiler, er lebt immer noch in Thailand und er flutet YouTube immer noch in staatenlos Infofrequenz. Seine Endprogrammierung hat längst schon auch die wichtigen Programme wie das vernünftige Denken und den Realitätsbezug getroffen. Lediglich sein Stammhirn hat er intakt gehalten, denn ansonsten würde er nicht mehr atmen. Doch was genau er macht, das schauen wir uns jetzt an. Ich habe lange nach einem Vorwand gesucht, ihn in meiner Satire gegen rechts unterzubringen. Gut, dass er dieses Video mit rassistischem Titel gemacht hat. Nein. Jetzt im Ernst, ich wollte ihn einfach dabei haben, weil er so gnadenlos doof ist. Aber das besagte Video dient gut als Beispiel. Schauen wir rein. Glaubst du, der Kindergarten, die Schule, das Studium, deine Ausbildung, deine Eltern, deine Großeltern, deine Freunde, die Magazine, das TV und vor allem YouTube oder andere Video-Plattform, all das würde dir dienen, wäre gut für dich. Glaubst du das? Ja, lieber Thomas, ich glaube, meine Eltern waren gut für mich, denn sonst wäre ich ja nicht da. Und außerdem haben sie mich in meiner Kindheit genötigt, das Klavierspielen wenigstens mal zu probieren, was man von dem Künstler in deinem Video nicht behaupten kann. Nichtssagende Sätze wie der Einstiegssatz, wir finden uns im Tun, gibt es häufiger in deinen Videos. Ich habe euch ein paar davon aufgelistet. Wahrheit bedeutet einen Weg. Die Wahrheit wird unsere Rettung sein. Wissen zeigt sich durch das Tun. Nur auf Unternehmenspräsentationen im Internet habe ich bisher so wohlklingende Worte mit so wenig Inhalt gesehen. Hier zum Beispiel der deutsche Bank-Slogan, neue Zeit braucht neues Banking. Ist Thomas Veit vielleicht ein gescheiterter Werbetexter? Dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, will ich bei der schlechten Bildqualität wirklich niemandem verdenken. Leider weigere ich mich, die 6.000 Euro zu zahlen, die du für die Endprogrammierung verlangst. Aber als Unterstützung deiner wertvollen Tätigkeit habe ich überlegt, dir meine Digitalkamera aus dem Jahr 2008 zu spenden, mit der ich bis heute die meisten Aufnahmen für meine Videos inklusive der beiden Reisevlogs getätigt habe. Die hat nämlich wenigstens ein Makro. Und der bleibt dir auch so lange erhalten, wie du die Kamera nicht auch entprogrammierst. Und noch weiter, was soll die Großaufnahme von deinem Auge? Deine Zuschauer sind zu 99% paranoide. Die denken nun alle, die Illuminaten kommen und wollen sie holen. Da hättest du auch gleich eine Pyramide und ein Bild von Adam Weishaupt einnennen können. Die Aufnahme hätte bessere Verwendung in einem Augenpartientest für Asperger-Autismus, mit der Einschränkung, dass auch die Autisten deinen leeren, stumpfen Blick als Zeichen geistiger Schwäche analysieren könnten. Schauen wir mal weiter. Und was meinst du, wie brutal unter Umständen, wie hart wird die Wahrheit sein? Die Frisur kenne ich aus dem Film Taxi Driver. Robert De Niro spielt dort einen vom Leben enttäuschten Menschen, der irgendwann durchdreht. Könnte es da irgendwie Parallelen geben? Sie kommt in der Endszene vor. Die Antwort auf die Frage, wie brutal die Wahrheit sein wird, könntest du in einer Neuroleptika-Therapie finden, die du vielleicht mal starten solltest. Sie wird dann zwar aus dem Grunde nicht so brutal sein, weil Neuroleptika auch eine sedierende Wirkung haben, aber du wirst sie zumindest erkennen. Und sollte die Wahrheit sein, dass du pleite bist oder dass Julia fremdgeht? Und zwar schreibe ich gerade E-Mails mit Lars. Ne? Wer ist nochmal Lars? Dann mach ein Video draus und lass uns teilhaben.
Aber wir schauen erstmal weiter im jetzigen Video. Und was ist überhaupt Wahrheit? Wenn du dir vorstellen kannst, dass Wissen in dieser Welt nicht vorhanden war. Die gezielte Anbringung des Präteritums, um zu zeigen, dass man selbst der Messias ist. Geil. Doch ich glaube, ich habe mich jetzt genug mit Thomas und Julia beschäftigt. Nächstes Thema. Wohnhaft in Pyttelkow. Wohnhaft. Anders würde ich Rüdiger Hoffmanns Vegetieren in dem heruntergekommenen Zwergdorf nicht beschreiben. Und damit sind wir mitten in der Debatte, gehört das Reichsbürgertum zu Deutschland oder gehört es nicht zu Deutschland? Und bei Rüdiger Hoffmann, aka Klassen, aka Rüdigolf. Ich meine, ich möchte auch in Berlin nicht tot überm Zaun hängen. Liegt vielleicht daran, dass ich generell nirgendwo tot überm Zaun hängen möchte. Aber es gibt Orte, die sind zudem auch noch scheiße. So die Heimat von Rüdiger Hoffmann. Es war Mitte Februar, da erhielt das verschlafene Nest Besuch von einem blau-weißen VW-Bus. Und nein, die Post hat nicht etwa neue Farben und es war kein weiteres Geschenk von Alex. Sie wollten auch nichts abgeben, sondern was mitnehmen, nämlich Rüdi selbst. Dann kam noch ein Acker in die Geschichte, doch dazu später mehr. Fest steht nur, für 2 Wochen wurde aus der Wohnhaft eine richtige Haft. Rüdi hatte die Entschlossenheit desjenigen Richters, bei dem er nicht erschienen war, wohl unterschätzt, da die Lehrer in der Schule Schwänzen immer nur mit Nachsätzen bestraft haben. Der Richter nahm ihm den blaugemachten Gerichtstermin, den er in Berlin hatte, dabei doch etwas mehr übel. Rüdi hat die Existenz der BRD nun mit dem Hammer zu spüren bekommen, beziehungsweise mit Handschellen. Schnell hat er noch in Videos eingebaut, er hätte sie nie geleugnet. Zu keinem Zeitpunkt ist nachweislich, dass zu keinem Zeitpunkt die Existenz einer Bundesrepublik Deutschland geleugnet wird, noch gilt. Ich habe mich im Übrigen auch nie lustig über ihn gemacht. Für 2 Wochen konnte er sein Gesicht nur noch mit Haftcreme einschmieren. Rüdi, ich hoffe, du hast nicht die Bodenhaftung verloren und gewöhn dich dran, dass diese Haft ernsthaft ist. Hättest dich lieber mal Haftpflicht versichern sollen. Und wenn du aus deinen eigenen Spinnereien nicht mehr rauskommen solltest, dann wäre das traumhaft. Du kannst ja fragen, ob der Captain für dich deine Strafe absitzt, aber ich schätze mal, der haftet nur für seine eigenen Kinder. So, was geschah dann? Die Vollpension dauerte nicht allzu lange, denn Rüdi fliegt ja bekanntlich überall raus. So auch aus dem Gefängnis. Doch waren 2 Wochen lang genug, um Stoff für ein langes Video zu machen. Okay, den Stoff hat Rüdi auch, wenn da gar nichts passiert, aber schauen wir mal rein. Weil es ist unglaublich, es gab keine wilden Flucht, es gab keinen sitzenden Rüdiger auf dem Feldweg. Sowas gab es nicht. Es ist immer wieder interessant, wie du von dir selber in der dritten Person sprichst, Rüdi. Den kauernden Rüdi auf einen Feldweg gab es vielleicht wirklich nicht. Den Feldweg hättest du sicher mit deinen Reichsbürgerfantasien vollgelabert und ihn überzeugt. Aber du musst zugeben, eine freiwillige Selbstanzeige war es auch nicht, oder? Du warst schon eher wie die Frau, die erobert werden will. Hallo meine werten Zuschauer, aus aktuellem Anlass sendet die NWO einen Breaking News Update. Wie gestern schon berichtet, ist Rüdi nun in der JVA eingefahren, doch so einfach hat das den Beamten nicht gemacht. Es gab schon vor seiner Verhaftung Wetten, ob Rüdi die Tür aufmachen würde und brav mit dem Beamten mitgeht oder ob er sich passend zur Faschingszeit als Angsthase verkleidet und türmt. Naja, wie soll es anders da auch sein? Die NWO hat hier klar gewonnen. Rüdi ist getürmt. Rüdiger Hoffmann hat die Polizeibeamten bemerkt und flüchtete durch den Hinterausgang seines Hauses auf ein benachbartes Feld. Feldweg. Naja gut, wer da unterscheiden mag. Traumhaft war übrigens die Zeit auch für Wittenburg. Also wer sich in der zweiten Februarhälfte als Wittenburger oder Hagenauer Beamter gewundert hat, dass sein Telefon stillgestanden hat, dem sei gesagt, Rüdi hat im Knast nur einen Anruf. Und den musste er sich genau überlegen. Ich frage mich immer noch, welcher arme Mensch diesen Angriff auf die Ohrmuschel abbekam. Ich schätze mal, er hat Margret noch gut beigesagt. Oder vielleicht Frau Aßmann, die fand er doch so scharf. Ich hoffe nicht, dass er nur auf SMS ausgewichen ist, denn die konnte er anscheinend schreiben. Oder nee, wer genau hinhört, wird merken, dass es nur sein Anwalt war. Aber trotzdem, die Szene ist sehenswert. So. Also ich habe eine Nachricht jetzt vom Anwalt bekommen, mit der Information, er kommt spätestens Montag frei. Wir telefonieren nachher. Super. Oh. Super! Juhu! Ja, schön. Du kannst echt stolz darauf sein, dass deine Anhänger auf dich gewartet haben wie Teenie-Mädels auf Justin Bieber, denn es ist nicht selbstverständlich, dass du von dem Schwachsinn, den du verbreitest, überhaupt jemanden überzeugst. Am coolsten dann noch die Reaktion des Captain. Spätestens. Heißt das, wir dürfen jetzt noch hier warten? Nee. Wir können jetzt nach Hause gehen. Ich glaube, wir können nach Hause gehen. Hä? Aber ich glaube, der Captain hat es auch nicht verstanden. Also irgendwie begegnen sich da 2 Welten gerade. Rüdi, doch das war's von dir. Ich glaube, ich habe genug erzählt. Ist ja auch alles schon in meinem Gedicht vorgekommen. Nun zum nächsten Kandidaten.
Letztendlich ist die Satire gegen rechts wie ein Monopoly-Spiel. So hat sich auch mein zweiter Dauergast, den ich in dieser Reihe habe, in den letzten Wochen in das Gefängnis begeben. Auch Martin Sellner wurde in eine Zelle umgefolgt, zusammen mit seiner Freundin, der Amerikanerin Brittany Pettibone. Was hält die identitäre Basis eigentlich von diesen Mischehen, würde mich mal interessieren. Das Schöne für ihn ist, dass er das identitäre Programm hautnah mal von der anderen Seite zu spüren bekommt, denn die Art der Haft, in der er sitzt, ist eine Abschiebehaft. Sellner wurde festgenommen, weil ihm die Einreise nach Großbritannien verweigert wurde. Genau wie vor ein paar Wochen Lumen Bachmann. Das ist halt das Gute am Brexit, dass die Briten ein bisschen stärker ihr Hausrecht auf der Insel geltend machen können. Nur Leute wie Boris Johnson können nicht abgehalten werden, denn die sind ja bereits auf der Insel. Sellner wurde die Einreise verweigert, weil er sich mit Leuten der rechtsextremen English Defence League treffen wollte. Also mit den Leuten, die meinen, dass England britisch bleiben sollte und von jedem äußeren Einfluss geschützt werden soll. Letztlich war der britische Grenzschutz im Fall Sellner quasi voll auf deren Linie. Ein bisschen schade fanden die beiden es aber schon. Sie hätten mit den Jungs der Defense League sicher viel Spaß gehabt, hätten Völkerball gespielt oder im britischen Genpool gebadet. Vielleicht hätten sie auch Schach gespielt mit ausschließlich weißen Figuren. Auch traurig waren sie darüber, dass sie nicht zur Speaker's Corner konnten, so wie sie es eigentlich wollten, dem englischen Symbol der Meinungsfreiheit. Natürlich gilt die Meinungsfreiheit auch anderswo, aber Zane hat gelernt, wenn er in Wiens Straßen einen Vortrag hält, so wie zum Beispiel nach der Scheinenthauptung 2016, dann hört ihm einfach keiner mehr zu. Deswegen diesen symbolträchtigen Ort, an dem meistens Moslems ihre Reden halten. Und Sellner wollte hin, um die Leute zu überzeugen, die Meinungsfreiheit der Moslems einzuschränken bzw. sie ganz abzuschieben. Wäre echt interessant geworden, das Aufeinandertreffen. Ist aber leider alles nichts geworden. Was Martin Sellner geholfen hätte, nach England zu kommen, wäre eine zweite Identität gewesen vielleicht. Wäre für einen Identitären aber peinlich, sich eine solche zu besorgen, findet ihr nicht? Vielleicht hätte er die Grenze auch mit etwas anderem bestechen sollen als mit Schillingen. Mit Mozartkugeln vielleicht. Schauen wir, wie es weitergeht. Und Martin, denk dran, ein Ort, bei dem du immer sagen kannst, was du denkst, das ist der identitäre Stammtisch in Wien-Otterkring. Vor Leuten, die genau wissen, was sie zu dir geführt hat. Ja, ich bin hergekommen, weil Stammtisch ist. Nächstes Thema. Nachdem meine Satire gegen rechts bald mehr Leute ins Gefängnis gebracht hat, als das Aktenzeichen XY ungelöst, fragen sich die meisten, wer wird denn mein nächster Dauergast? Thomas Weidt müsste nur den thailändischen König beleidigen, um ins Gefängnis zu kommen, doch das hat er leider nicht vor. Und Norman Ritter, das wäre zu einfach, denn er hat sein halbes Leben bereits im Knast verbracht. Doch im Übrigen gibt es auch über den etwas Neues zu berichten. Nochmal eine Intro für alle, die ihn nicht kennen. Norman Ritter ist der zweitälteste Spross einer namhaften Köthener Großfamilie, die durch Stern-TV mehr traurige Berühmtheit bekam als jeder Dschungelkönig. Norman Ritter hasst das Ausland, von Neapel bis Nepal und von Afrin bis Afrika. Heute ist Norman mit 33 Jahren immer noch alkoholabhängig und hat inzwischen eine Leberzirrhose. Eine Krankenschwester bringt ihm seine Medikamente. Die muss ich jetzt nehmen. Was sind das für Tabletten? Wassertabletten, durch meine Krankheit. Nee. Die laufe ich jetzt aber mit Bier und nicht mit Wasser. Um eine Tablette zu beschreiben, benennt Norm Ritter also nicht den Wirkstoff oder sagt, wogegen sie sind. Nein, er sagt das Einzige, was er wahrscheinlich über diese Tablette weiß, nämlich, dass sie mit Wasser runterzuspülen ist. Und nicht mal daran hält er sich. Also Norman Ritter spült ein Medikament gegen Leberzirrhose mit Bier runter. Ja, ich meine, nichts gegen das Bier, der Mann ist Alkoholiker und kann nicht anders. Aber die Medikamente kann man sich doch dann sparen, oder? Also ich will die von meinen Krankenkassenbeiträgen nicht bezahlen. Norms Vater ist uns auch nicht so alt geworden, muss an den Genen liegen. Er hat, glaube ich, zu viel Wasser auf einmal getrunken. Normans Motto ist daher, erbärmlich, dann geht es dir erbärmlich, denn sein Vater hat nicht viel hinterlassen. Die Quotenmacherei mit den Ritters geht übrigens so weit, dass Frau Ritter Stern-TV zu Weihnachten eingeladen hat. Aber das müsst ihr euch selber anschauen hier. Ich bin fast fertig mit meiner satirischen Rechts, wollte eigentlich noch was drüber machen, dass die AfD in Syrien war und sich dort in einem Luxushotel einquartiert hat und gesagt hat, hey Leute, hier ist doch gar kein Krieg. Doch, ich will dieses Thema auch nicht überwerten. Ich war nämlich neulich in Berlin-Kreuzberg im Gasthaus zum Goldenen Hirsche und ich habe keinen einzelnen Syrer gesehen. Ne? Und ich glaube daher, die sind gar nicht da. So, das war es jetzt wirklich mit der Satire gegen rechts. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut. Tschaikowski.